Ein Knabe, 8-jährig, der war im Krankenhaus im Koma aufgrund einer Meningitis, einer Hirnhautentzündung. Und nach 3 Tagen kam er zurück ins Bewusstsein. Und dann erzählte er seinen Eltern, die natürlich heilfroh waren, dass er wieder am Leben ist, dass er eine wunderbare Erfahrung hatte, dass er im Himmel gewesen war, dass er seine Großeltern getroffen hat und seine Schwester. Und die Eltern werden ganz nervös, weil die Schwester, die sollte ja leben und er hat sie getroffen. Und dann sagte der Knabe, nein, ihr müsst auch keine Sorgen machen. Sie hat mir gesagt, du gehst wieder zurück, ich darf bleiben. Sobald sie nach Hause waren, dann klingelt das Telefon, sie nehmen ab und es heißt, wir haben sie die ganze Zeit versucht zu erreichen. Ihre Tochter ist gestern an einem Verkehrsunfall gestorben.